So, in dieser Beispielaufgabe schauen wir uns an, wie eine Ergebnistabelle beispielhaft durchgerechnet werden könnte. Die Aufgabenstellung lautet wie folgt. Wir haben hier die Gewinn- und Verlustrechnung der Elektro-OHG. Die weist folgende Zahlen auf. Wir haben hier eine ganze Reihe an Aufwendungen und Erträgen aufgelistet und unten auch schon die Gesamtsummen mit dem Gesamtergebnis, was ja dann der Jahresüberschuss ist. Und die Aufgabenstellung lautet dann, ermitteln Sie das neutrale Ergebnis, das Betriebsergebnis, das Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der unten stehenden Angaben. Und wir haben auch schon quasi eine beiliegende Ergebnistabelle, die so aussieht. Und diese einzelnen Angaben gehe ich mal kurz durch. Der Verbrauch an Rohhilfs- und Betriebsstoffen soll aufgrund schwankender Werkstoffpreise mit internen Verrechnungspreisen in Höhe von insgesamt 1.012.850 bewertet werden. Zweitens, die kalkulatorischen Abschreibungen auf das betriebsnotwendige Anlagevermögen werden auf den Wiederbeschaffungswert berechnet und betragen 480.750 Euro. Drittens, die sonstigen Aufwendungen enthalten betriebsfremde Aufwendungen in Höhe von 116.450. Die sonstigen Erträge sind ausschließlich betriebsfremd und außerordentlich. Das betriebsnotwendige Kapital unter viertens beträgt 4.850.300 Euro und wird kalkulatorisch mit 9% verzinst. Fünftens, als kalkulatorischer Unternehmerlohn ist ein Betrag in Höhe von 124.800 Euro zu berücksichtigen. Sechstens, haben wir ein kalkulatorisches Vertriebswagnis in Höhe von 20.000 Euro zu verrechnen. Und siebtens, in der Position Steuern sind nur Kostensteuern enthalten. So, wie gehen wir jetzt da dran? Ich zeige Ihnen einfach jetzt nach und nach, wie Sie das hier in die Ergebnistabelle eintragen. Was hier schon mal voreingetragen ist, damit das hier nicht so lange dauert, sind die gesamten Angaben aus dem ersten Blatt. Das war hier. Das haben wir alles schon mal rübergenommen in die Ergebnistabelle und zwar in den Rechnungskreis 1. In den Rechnungskreis 1 werden ja die Angaben 1 zu 1 aus der GUV übernommen. So. Und aus diesen Aufwendungen und Erträgen aus dem Rechnungskreis 1 müssen wir jetzt als ersten Schritt diejenigen Aufwendungen in den Rechnungskreis 2 übernehmen, also hierhin, die in voller Höhe Kosten darstellen und die Erträge, die in voller Höhe Leistungen darstellen. Also die Sachen, die 1 zu 1 Kosten und Leistungen darstellen, die übernehmen wir jetzt in den Rechnungskreis 2. Das trifft schon mal zu auf die Umsatzerlöse. Übertrage ich mal schnell. Auf die aktivierten Eigenleistungen, das ist hier 1470. Die Bestandsminderung an fertigen Erzeugnissen, die haben wir hier oben 160.000, 150. Dann haben wir noch die Löhne und Gehälter. Wo sind die? Hier. Überträge ich mal hier. 1.493.400. Dann haben wir noch soziale Abgaben. Direkt drunter 239.150. Die Provisionsaufwendung auch direkt drunter 102.740. Dann noch Steuern. Und zwar übernehmen wir die ganz, weil angegeben ist, dass es Kostensteuern sind. 38.980. Und dann von den sonstigen Aufwendungen übernehmen wir nur einen Teil in den Rechnungskreis 2. Und welchen Teil, das ist relativ leicht zu bestimmen. Aus der Aufgabenstellung wissen wir ja, dass die sonstigen Aufwendungen betriebsfremde Aufwendungen in Höhe von 116.450 enthalten. Und die Differenz zu den gesamten sonstigen Aufwendungen von 499.840 muss also zweckbezogen sein. Das sind 383.390. So. Also jetzt haben wir erstmal nur die Sachen übernommen, die 1 zu 1 Kosten und Leistungen darstellen. Und jetzt müssen wir noch die neutralen Aufwendungen und Erträge rausfiltern und in den Abgrenzungsbereich übertragen. Abgrenzungsbereich ist hier in der Mitte, das kann man jetzt nicht lesen, weil da das Textfeld drüber steht.
Die unternehmensbezogene Abgrenzung nimmt alle neutralen Erfolgsvorgänge auf, denen gar keine Kosten oder Leistungen gegenüberstehen. Also jetzt geht es um die Sachen, die gar keine Kosten oder Leistungen darstellen. Dazu zählen jetzt erstmal die Zinserträge. Das nennen wir mal neutralen Ertrag. 1025. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind auch neutral. 5850. Und dann noch die sonstigen Erträge sind auch neutral. 63.100. Und dann haben wir von hier unten, von diesen 499.000, haben wir noch einen Rest über, nämlich genau diese 116.450. Die sind auch hier im Abgrenzungsbereich einzutragen. Aufwendungen sind dann hier 116.450. So, das sind schon mal die ganz neutralen Sachen übernommen. Und jetzt bei den kostenrechnerischen Korrekturen in den letzten beiden freigebliebenen Spalten, da übernehmen wir die korrekturbedürftigen Aufwendungen aus der Finanzbuchhaltung, denen Kosten in anderer Höhe gegenüberstehen. Also das hier sind die Anderskosten. Dazu zählen der Wertansatz für den Materialverbrauch, die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Abschreibungen auf Forderungen und die Zinsaufwendungen. Also nochmal, jetzt schauen wir uns an, Materialverbrauch, dann Abschreibung auf Anlagevermögen, Abschreibung auf Forderungen und die Zinsaufwendungen. So, und durch die Erfassung der Aufwendungen als verrechnete Aufwendungen in der linken Spalte, hier verrechnete Aufwendung, und der kalkulatorischen Kosten in der rechten Spalte als verrechnete Kosten erreichen wir, dass die Korrekturen nicht mit den neutralen Aufwendungen vermischt werden. Okay? Also wir werden gleich sehen, wir stellen hier gegenüber, wie hoch der Wert laut Finanzbuchhaltung ist, wie hoch der Wert laut Kostenrechnung ist. Und hier unten als Summe haben wir dann die Differenz als kostenrechnerische Abweichung, um genau sagen zu können, was die Anderskosten hier sind. So, jetzt werden wir jeweils den Wert aus dem Rechnungskreis 1 erst übernehmen und dann den abweichenden Wert aus der Kostenrechnung. So, die Elektro-OHG bewertet den Materialverbrauch, Moment, jetzt muss ich wieder hier hin, den Materialverbrauch aufgrund schwankender Werkstoffpreise mit internen Verrechnungspreisen. Moment, Werk, damit man es besser lesen kann, in Höhe von insgesamt 1.012.850 Euro. Daher beträgt der Wertansatz, der als Kosten in der Betriebsabrechnung erfasst wird, 1.012.850 im zweiten Rechnungskreis. Also, das wäre dann hier. Ganz kurz gucken in der Musterlösung, dass ich nichts Falsches erzähle. Das ist ja genau die richtige Stelle. Das habe ich jetzt hier quasi direkt in den Rechnungskreis 2 übertragen. Und Moment, jetzt muss ich die Stelle wiederfinden. Genau. Gleichzeitig wird dieser Betrag in der Spalte verrechnete Kosten, das ist hier, des Abgrenzungsbereichs kostenrechnerische Korrekturen gegengerechnet. Also trage ich das hier 1:1 ein. Und die in der Finanzbuchhaltung erfassten Materialkosten in Höhe von 1.013.995, die werden in die Spalte verrechnete Aufwendungen übertragen. Und wie Sie sehen können, wird sich da eine Differenz ergeben und die Summe der Differenzen ist dann hier unten unsere kostenrechnerische Abweichung. So, das gleiche machen wir jetzt, jetzt nochmal zusammenfassend. Hier stehen jetzt der bilanzielle und der kalkulatorische Wertansatz der verbrauchten Rohhilfs- und Betriebsstoffe gegenüber.
Und unten, wie gesagt, wird sich daraus eine Gesamtsumme der Abweichungen ergeben. Das gleiche machen wir mit den kalkulatorischen Abschreibungen. Die hatten wir. Genau, hier Abschreibung auf Anlagevermögen, also sowas wie Maschinen. Da haben wir jetzt hier in den Angaben zu der Aufgabe stehen die kalkulatorischen Abschreibungen auf das betriebsnotwendige Anlagevermögen, werden auf den Wiederbeschaffungswert berechnet und betragen 480.750. So, das übertragen wir erstmal direkt in den Kreis 2 und gleichzeitig hierhin. 80 ist das. Und demgegenüber stellen wir dann die bilanziellen Abschreibungen und die nehmen wir eben von hier. Das sind die 503.900. Und jetzt stehen sich an der Stelle die bilanziellen und die kalkulatorischen Abschreibungen gegenüber und werden unten bei der kostenrechnerischen Abweichung berücksichtigt. Als nächsten Schritt machen wir das gleiche mit den kalkulatorischen Zinsen. Wir haben hier gegeben einen Zinssatz von 9% auf die 4.850.300, die netterweise hier schon gegeben sind in der Aufgabe als betriebsnotwendiges Kapital. Das heißt, die 9% davon, das sind dann 436.527, die übernehmen wir dann direkt als Kosten in der Betriebsabrechnung. Kalkulatorische Zinsen würde ich dann hier aufschreiben bei Zinsaufwendungen. Was hatte ich gesagt? 436.000. Fünfhundertsiebenundzwanzig. Zur Erinnerung, das sind hier oben die 9% von dem betriebsnotwendigen Kapital. Das übernehme ich hier in die Abgrenzung und demgegenüber stellen wir dann eben die Zinsen für Fremdkapital, die wir in der Finanzbuchhaltung stehen haben. Das sind hier 27.490. Sie sehen, da wird eine große Differenz entstehen. Und jetzt stehen sich hier die Fremdkapitalzinsen und die kalkulatorischen Zinsen gegenüber und werden unten in der kostenrechnerischen Abweichung berücksichtigt. Das gleiche machen wir jetzt für die Erfassung der kalkulatorischen Vertriebswagniskosten. Das ist hier. Und zwar haben wir die angesetzt mit 20.000 Euro. Und denen stehen gegenüber die Abschreibung auf Forderungen aus der Finanzbuchhaltung in Höhe von 17.320. Also haben wir hier kalkulatorisch 20.000 Euro erfasst. Das übertragen wir hier in die Abgrenzung. Und dem gegenüber stehen dann der Betrag aus der Finanzbuchhaltung. Und das gleiche machen wir mit den. Also, das waren jetzt die ganzen. Das waren jetzt die ganzen Anlasskosten. Ja, ich habe alle vier erwischt. Und jetzt fehlen noch die Zusatzkosten, also Kosten, denen gar keine Aufwendung gegenüberstehen. Und wenn Sie sich zurückerinnern, dann gilt das eben für Unternehmerlohn. Unternehmerlohn hatten wir hier. Als kalkulatorischer Unternehmerlohn ist ein Betrag von 124.800 Euro zu berücksichtigen. Muss ich kurz gucken, wo tragen wir das ein? Sonstige übernehme ich mal hier ganz unten, wo nichts steht. Einfach damit die Summe stimmt. Dann hier auch. Hier hatten wir nichts. Dann schreibe ich hier noch hin, Unternehmer Lohn. So, und wie gesagt, in der Gewinn- und Verlustrechnung, also in der Finanzbuchhaltung,
wird der kalkulatorische Unternehmerlohn nicht erfasst. So, das Ergebnis aus unternehmensbezogener Abgrenzung und die kostenrechnerische Abweichung. Jetzt sehen wir wieder alles. Insgesamt haben wir da das neutrale Ergebnis. Und wie ergibt sich das? Wir zählen hier einfach die ganzen Spalten zusammen. Die linke Spalte zusammen ist nicht schwer. Das sind genau die 116.450, die wir aus den sonstigen Aufwendungen haben. Die andere Spalte zusammengenommen sind 78.305. Und wenn wir da die Differenz ziehen, haben wir als Ergebnis aus der unternehmensbezogenen Abgrenzung ein Ergebnis von minus 38.145. Minus, weil die Aufwendungen größer waren. So, das gleiche machen wir hier für die kostenrechnerischen Korrekturen. Da haben wir hier in der linken Spalte eine Summe von 1.562.705. Die rechte Spalte sind 2.074.927. Macht zusammen im Saldo dann eine kostenrechnerische Abweichung in Höhe von plus 512.222. Und wenn wir die beiden Sachen jetzt nochmal saldieren, haben wir insgesamt das neutrale Ergebnis in Höhe von plus 474.077 €. Das hier soll ein Plus sein. Nochmal, wie sind wir hier vorgegangen? Wir haben hier die komplett neutralen Sachen aufsummiert und als Ergebnis der unternehmensbezogenen Abgrenzung deklariert. Dann haben wir hier die kostenrechnerische Abweichung noch ausgerechnet, also die Differenz zwischen den kalkulatorischen Werten und den Werten aus der Finanzbuchhaltung. Und als Differenz der beiden Beträge ergibt sich dann quasi das neutrale Ergebnis. Und dann sind wir auch schon fast am Ende. Das Gesamtergebnis ist dann einfach nur die Summe aus, das Betriebsergebnis ist dann nichts anderes als Gesamtergebnis plus neutrales Ergebnis. Und nee, jetzt habe ich Quatsch erzählt. Ah, da doch, jetzt. Zum Kontrollieren können wir hier auch nochmal die Spalten addieren. Dann haben wir hier in der linken Spalte die Summe von 4.492.737. In der rechten Spalte haben wir 4.491.370. Und wenn wir da eben den Saldo bilden, haben wir das Betriebsergebnis in Höhe von minus 1.367 €. Genau, und wenn wir jetzt das Betriebsergebnis und das Neutralergebnis zusammenrechnen, haben wir insgesamt das Gesamtergebnis. So war es dann. Nee. Also hier nochmal, wenn wir die 474.077 € nehmen, da das Betriebsergebnis abziehen, die 1.367 €, dann kommen wir auf das Gesamtergebnis 472.710. Und ja, das ist nochmal eine ganz gute Endkontrolle, denn hier haben wir zwar dann Sachen abgegrenzt und gesehen, dass Sachen unterschiedlich bewertet wurden in der Kostenrechnung im Vergleich zur Finanzbuchhaltung, aber unterm Strich in den Summen müssen wir dann wieder drauf kommen, dass alles sich wieder zum Gesamtergebnis addiert.